interessiert so dieser Kontrast sehr stark zwischen den vergleichsweise roh klingenden und relativ primitiven Instrumenten und auf der anderen Seite ein Ensemble auf der Bühne zu haben, was natürlich extrem gut trainiert ist, was eben sehr viele Jahre hinweg sich da sehr spezialisiert hat. Ich weiß selber auch nicht ganz genau, was da jetzt genau passiert, aber mich interessiert dann immer die Situation für den Zuhörer, was sich da eigentlich verändert. Ja, wenn da also andere noch mitspielen, die aber eigentlich gar nicht richtig spielen können. Darüber hinaus ist es so, dass für das Stück für mich relativ wichtig ist, dass diese Schlaginstrumente jetzt nicht reine Gimmicks sind, dass diese Instrumente tatsächlich komponiert klingen. Und diese Art von Komposition, also man hört relativ deutlich so bestimmte regelmäßige Abläufe, das überträgt sich auf einige Passagen bei den Instrumenten. Und meine Hoffnung ist natürlich, dass man diese Bezüge als Publikum herstellt und dann so diese Frage ist, okay, also sind die Musiker jetzt plötzlich Maschinen oder was für eine Relation baut sich da eigentlich auf?